Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, nach der spannenden Umfrage jetzt ein ganz spannender Interviewgast bei Fellner Live. Ich habe schon gesagt, so selten wie die blaue Mauritius in einem Fernsehstudio. Der blaue Innenminister Herbert Kickl. Danke vielmals fürs Kommen, Herr Minister. Herr Fellner, Sie wissen, wie der Volksmund sagt, willst du gelten, mach dich selten. Genau. Ja. Vor allem freue ich mich, dass Sie bei mir sind. Danke vielmals. Und das an einem Tag, wo Sie wirklich einen Megastress haben, weil da ist ja den ganzen Tag schon Hochbetrieb im Parlament, wo Sie sein müssen. Also danke, dass Sie so spät am Abend zu mir noch ins Studio kommen. Vielen Dank. Herr Minister, Sie haben ja für eine riesen Internet-Aufregung oder Begeisterung nahezu gesorgt, weil Sie in der Uniform in den Ministerrat gekommen sind in dieser Woche. Was war denn da los? Wollten Sie den Ministerrat crashen oder wollten Sie mobilisieren, die Bundesregierung? Also, oder wie kam es zu diesem Uniformauftritt von Ihnen? Uniform ist ja nicht ganz die korrekte Bezeichnung. Ja. Es war eine Einsatzjacke und zwar von unseren Krisen- und Katastrophenexperten. Und wie Sie wissen, haben wir ja seit Montag eine große Krisen- und Katastrophenschutzübung im Innenressort auch gehabt. Und ich habe dann vom Ministerrat dann auch meine Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ressorts mit in das Innenministerium genommen. Und da war das passende Outfit. Keine Uniform, eine Einsatzjacke, aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich habe kein gestörtes Verhältnis zu Uniformen. Da wäre ich, glaube ich, der falsche Innenminister. Aber es zeigt ein bisschen, dass Sie mit Leib und Seele derzeit Innenminister sind. Sie haben ein Feldbett im Büro, Sie lieben die Polizei, muss man sagen, wann immer irgendwo ein Einsatz ist, versuchen Sie persönlich den Polizisten irgendwie Mut zuzusprechen oder so. Da ist in Ihnen fast der Polizist verloren gegangen, habe ich den Eindruck. Herr Fellner, ich bin ein bisschen ein Quereinsteiger in diese Materie, ja, aber ich habe natürlich in diesen Monaten und jetzt über ein Jahr, seitdem ich Innenminister bin, die verschiedenen Bereiche der Polizei sehr, sehr gut kennengelernt und ich habe sie vor allem schätzen gelernt. Und ich weiß, was für großartige Leute dort am Werk sind, was für großartige Arbeit sie verrichten. Und Sie haben recht, wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, würde ich es mir wahrscheinlich überlegen. Das wäre durchaus eine interessante Option. Polizist zu werden? Ja, das ist doch ein toller Job. Und dann als Polizistpolitiker, ist ja auch nicht verboten. Ja, gibt es ja auch welche. Ne? Herr Minister, der Grund, warum Sie hier sind, es wird ja viel gerätselt in Österreich. Wie schaut es eigentlich jetzt wirklich mit den Flüchtlingszahlen aus? Viele sagen, der Kickl tut nichts, viele sagen, der Kickl tut zu viel. Was ist denn jetzt genau der Fall? Wie viele Asylansuchen haben wir in diesem ersten Quartal oder vielleicht auch in den ersten 4 Monaten? Wie schauen jetzt die Zahlen wirklich aus, was die Flüchtlingszuwanderung betrifft? Mir ist einmal eines wichtig zu sagen. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir seit unserem Regierungsantritt übernommen haben, seitdem ich Innenminister bin, weil die Reise in Richtung dieser Null geht, von der ich eigentlich, die ich eigentlich insgeheim anstrebe. Einfach deshalb, weil ich glaube, dass wir zu einem Wechsel im Asylsystem insgesamt kommen müssen. Das macht keinen Sinn, die Leute von der ganzen Welt her hin und her zu verschieben und dann in anderen Ländern irgendwo unterzubringen. Das ist ein unvernünftiges, ein teures System und auch ein unmenschliches. Deswegen ist diese Null das Ziel. Gleichzeitig arbeiten wir jetzt aber unter rechtlichen Rahmenbedingungen, die halt einmal so sind, wie sie sind. Wir haben alles dazu getan, um entsprechende Signale auszusenden, dass in Österreich ein strenges Regime herrscht, dass wir hier konsequent und rigoros vorgehen, Missbrauch nicht dulden, etc. etc. Das alles führt dazu, dass die Antragszahlen zurückgehen. Das ist quasi das Ergebnis von vielen, vielen Maßnahmen, von vielen Verschärfungen und es waren heuer in den ersten Monaten 3.800 Asylanträge. Dazu muss man aber eines sagen. 3.800 von diesen 3.000, das ist ein Minus in den ersten 4 Monaten. Das ist ein Minus von 25% gegenüber dem Vorjahr. Und dann muss man nur ein bisschen genauer hinschauen, was diese Zahl bedeutet. Denn viele von denen, die da als Asylantragsteller aufscheinen, das sind ja Kinder von Leuten, die schon in Österreich in der Vergangenheit Asyl bekommen haben. Das ist also quasi immer noch eine Nachwelle, die aus dem Jahr 2015, 2016, 2017 kommt. Das Gleiche gilt für viele, die aufgrund von Familienzusammenführungen nach Österreich kommen. Und jetzt effektiv, in etwa, da reden wir von 1.000 Personen. Die nur mehr zugezogen sind. Das ist jetzt, wo wir von wirklich das heißt, neuen Asylanträgen stellen. Wirklich dicht gemacht. Wir haben sozusagen an verschiedenen Schrauben gedreht, um Österreich nicht mehr als attraktives Land
für Wirtschaftsflüchtlinge erscheinen zu lassen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und mich freut das deshalb umso mehr, weil wir umgekehrt die Zahl der Außerlandesbringungen gesteigert haben. Da haben wir eine Grafik dazu, das schauen wir uns gleich an. Ja, da ist was passiert, das sehen wir hier. Jänner bis April, auch 4 Monate. Naja, und da geht es einmal um die Abschiebungen natürlich. Wenn Sie diese 2 zusammenrechnen, dann kommen Sie insgesamt auf die Zahl von 4.300 in etwa, also 4.300 Außerlandesbringungen. Die 3.700 plus die 540, und, ja. Und wenn Sie sich anschauen, die Zahl der Abschiebungen, dann haben wir dort ein ganz, ganz deutliches Plus von 34%. Und auch das ist, glaube ich, ein Weg in die richtige Richtung. Insgesamt ist es so, dass bei diesen 3.400, die das in Summe ausmacht, die Zahl derer, die wir gegen ihren Willen außer Landes bringen müssen, über 50% liegt. Die Freiwilligen liegen unter 50%. Das heißt, Sie sagen, die Abschiebung, weil man sagt ja oft, beim Kickl geht nichts weiter, der hat versprochen abzuschieben, aber er tut nichts. Da sagen Sie, das ist absoluter Nonsens. Sie haben das um 34% allein gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Und also, da hatten wir schon eine deutliche Steigerung auch gegenüber also dem Vorjahr. Also ich bin ja wirklich erstaunt, welcher Unsinn da manchmal verzapft wird. Mhm. Interessanterweise von denjenigen, die nichts anderes zu tun haben, als mir schon fast bei jeder einzelnen Abschiebung dann auch entsprechend die Prügel vor die Füße zu werfen. Das sind die gleichen, die kritisieren, dass angeblich nichts weitergeht. Wenn ich dann jemanden nach Afghanistan zurückbringe, dann ist ein Riesengeschrei und immer ein Theater und die gleichen sagen dann, es geht nichts weiter. Da muss man sich dann mal irgendwo entscheiden, was man haben will. Ich weiß, was ich zu tun habe und ich weiß, was die Erwartungshaltung der Bevölkerung ist, und wenn wir diese Null im Auge behalten, dann sind wir am richtigen Weg. Das Spannende an den Zahlen, Herr Minister, ist ja, dass es zum ersten Mal ein Minus praktisch beim Zuzug gibt. Das heißt, Sie haben mehr abgeschoben und mehr außer Landes gebraucht, als Sie reingekommen sind, wenn ich die Zahlen, ja, zwei haben, Zahlen vergleiche. Genau, wenn Sie diese beiden Zahlen gegenüberstellen, dann haben wir einen deutlich negativen Saldo. Von ungefähr 600, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, Sie sind zum ersten Mal dabei, deutlich abzubauen. Ja, wir sind dabei abzubauen. Wie gesagt, wir haben einen großen Rucksack an Altlasten übernommen. Und wenn man hier eine restriktive Asylpolitik macht, dann steht man vor mehreren Herausforderungen. Nicht? Man muss den alten Rucksack irgendwie abbauen. Gleichzeitig muss man mit restriktiven Maßnahmen dafür sorgen, dass möglichst wenig Leute, die hier nichts verloren haben, weil sie eben Wirtschaftsflüchtlinge sind, überhaupt den Weg nach Österreich antreten. Da haben wir viele, viele Maßnahmen gesetzt, bis hin zu den Grenzkontrollen. Und die dritte Komponente, an der wir arbeiten, das ist der Versuch, das Asylsystem insgesamt umzudrehen. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Das heißt, eigentlich keinen Asylantrag mehr in Österreich, mit wenigen Ausnahmen. Logischerweise, wenn jemand aus einem Flugzeug aussteigt, aber nicht auf dem Landweg, weil er ja auf dem Weg nach Österreich lauter sichere Staaten durchquert haben muss und dort die Gelegenheit gehabt hätte, Asylanträge zu stellen. Dort müssen wir hin, sonst wird das alles nichts werden. Ja, da bleibt ja am Schluss noch eine ganz spannende Zahl über. Also wenn man mal allein davon absieht, dass Sie also die Asylverfahren um 25% gesenkt haben gegenüber dem Vorjahr und es möglich ist, dass wir ja zum ersten Mal unter 10.000 landen im Gesamtjahr, ne? Muss man dazu sagen, im Jahr 2015 war man noch bei 88.340 Asylanträgen in Österreich. Ja? Das heißt, wir sind von 88.000 auf jetzt 3.000, das sind allerdings erst 4 Monate, wenn man die hochrechnet, auf knapp oder etwas plus 10.000 heruntergesunken. Ja, also fast ein Achtel. Ja, wie gesagt, und da müssen Sie aber dann immer noch unterscheiden, was sind wirklich physisch neue Personen, also ein Neuantrag, was ja auch noch nicht heißt, dass der positiv beschieden wird. Ja. Das kommt ja auch noch dazu, das kann ja auch negativ ausgehen. Und meine dann Zeitung bleiben unterm Strich weniger über. Hat das nachrecherchiert und sagt, das ist ein 10-Jahres-Tief, also fast ein historisches Tief. Freut mich sehr, aber es lässt mich nicht ruhen, Herr Fell. So, und jetzt muss man dazu sagen, jetzt sitzen Sie ja ganz stumm eigentlich auf der Tribüne und schauen sich diesen EU-Wahlkampf an. Sie haben bewusst offenbar kein Interview gegeben in diesem Wahlkampf bis jetzt, wobei es ja eigentlich genau darum geht in dieser EU-Wahl. Es geht ja darum, wir brauchen eine neue Flüchtlingspolitik, wir brauchen dichte Außengrenzen, immer wieder heißt es, der Kickl soll helfen, dass endlich dort Militär hinkommt und dass wir nicht bis 2027 warten müssen, bis die Außengrenzen dicht sind. Frage, wird er das? Dann eine neue Flüchtlingspolitik, die Flüchtlinge nicht erst übers Mittelmeer kommen lassen, sondern schon in Nordafrika abfangen. Klammer, werden Sie da was tun? Und letztendlich auch die Frage, dass keiner mehr reinkommt. Sie haben gesagt, Ihr Ziel ist null. Fangen wir mal an mit der Außengrenze. Was werden Sie tun, um die dicht zu machen?
Herr Fellner, da sind wir sehr, sehr aktiv und da bin ich schon lang davon überzeugt, dass wir uns da nicht auf die Europäische Union allein verlassen können. Denn die Schwachstelle, insbesondere für den Migrationsweg, der Österreich betrifft, nämlich die Balkanroute, das ist ein EU-Mitgliedsland, das ist Griechenland. Und mir ist es völlig unverständlich, sage ich jetzt einmal, dass ein Land, das sehr, sehr lange in der Lage gewesen ist, militärisch seine Grenzen entsprechend zu schützen, nicht in der Lage ist, hier einen entsprechenden Außengrenzschutz an der europäischen Außengrenze zu garantieren. Deshalb gehe ich hier einen anderen Weg. Ich arbeite mit den Staaten am Balkan selber zusammen und mit Staaten innerhalb der Europäischen Union, wo ich weiß, die denken in eine ähnliche Richtung, wie wir das tun. Also das sind zum Beispiel die Dänen, mit denen wir eine sehr, sehr gute Kooperation haben. Und das sind natürlich auch die Visegrad-Staaten, wo wir eine ähnliche Einstellung haben in Richtung von dem, was notwendig ist. Mhm. Ich habe gerade vor einigen Tagen hier auch eine Konferenz in Wien gehabt, wo wir gesagt haben, wir müssen unsere Notfallspläne aufeinander abstimmen. Wir müssen so schnell wie möglich, so weit außen wie möglich gemeinsam eingreifen, um diese Defizite, die es im Außengrenzschutz der Europäischen Union noch gibt, so zu kompensieren, dass nächste Flüchtlingsströme überhaupt nicht zu uns nach Europa kommen. Und die sehen auch einen Vorteil darin, weil sie damit selber weniger unter Druck geraten. Und die Frage war, kriegen wir Militär an die Außen? Grenze, sind Sie dafür, dass zum Beispiel das österreichische Bundesheer dort aktiv wird? Wir haben in Österreich ein bewährtes Modell im Grenzschutz, wo wir eine Kombination aus Polizei und aus Militär haben. Das Militär unterstützt die Polizeikräfte. Wir haben ja auch schon auf europäischer Ebene schon vorgeschlagen, dass das ein Weg sein könnte, wo wir die entsprechenden Kapazitäten schaffen. In der EU geht das alles immer ein bisschen langsamer, mir persönlich in vielen Bereichen zu langsam. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir dort die Frontex-Kapazitäten entsprechend aufbauen. Österreich ist dort wie immer auch als Vorreiter mit dabei. Gehen wir ganz kurz in eine Werbepause, dann frage ich Sie nach der Flüchtlingspolitik, die Sie wollen, und auch nach der Frage, wie Sie derzeit die neue EU-Flüchtlingspolitik, die ja vom EUGH da verordnet worden ist, sehen, wo es heißt, man muss auch straffällige Täter in ein Asylverfahren nehmen. Kurze Werbepause, dann sind wir mit dem Minister Kickl gleich zurück. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Donnerstag bei Fellner live mit einem wirklich spannenden Gast. Freue mich, dass er da ist. Er ist wirklich selten. Ja, wie haben Sie gesagt, will man gelten, macht man sich selten oder so ähnlich. Minister Kickl. Ich sage immer, die blaue Mauritius bei TV-Interviews. In Wahrheit der blaue Innenminister heute endlich wieder mal zu einem Interview bei Fellner live im Studio. Danke fürs Kommen, Herr Minister, so spät noch an einem so hektischen Tag. Ich glaube, Sie müssen noch einmal ins Parlament, wenn ich richtig informiert bin. Deshalb ganz kurz, wir waren bei der EU, bei dieser EU-Wahlbewegung, die ja sehr stark auch eine Bewegung für neue Flüchtlingspolitik ist, wo Sie ja ganz klare Positionen haben mit Salvini, mit Orban, mit den Visegrad-Staaten dafür, dass A, kein Flüchtling mehr reinkommt, B, kein Flüchtling verteilt wird, richtig? Das ist Ihre EU-Politik, ja, die Sie wollen. Das ist meine Position, das ist ein wesentliches Ziel, glaube ich, und das entspricht auch dem, was sich die Bevölkerung erwartet. Und deswegen ist diese EU-Wahl auch so wichtig, weil das nämlich eine Riesenchance ist, jetzt durch ein verändertes Parlament, durch eine neue Zusammensetzung, dort, wo patriotische Kräfte dann auch eine entsprechende Stärke einbringen können, diesen Kurs, den wir in Österreich erfolgreich fahren, den wir in einigen Ländern Europas erfolgreich fahren, auf die EU-Ebene zu übertragen. Denn wir führen ja dort einen harten Kampf. Dort gibt es ja nur Gegenwind von Seiten der Europäischen Kommission, die immer noch darüber nachdenkt, wie man am besten legale Fluchtwege nach Europa organisieren kann, obwohl wir ein Heer von Arbeitslosen in der Europäischen Union haben. Also die in vielen, vielen Dingen aus meiner Sicht und aus Sicht anderer Staaten immer noch am falschen Dampfer unterwegs ist. Und es ist gut, dass jetzt eine neue Kommission kommt, aber dazu braucht es dann auch eine entsprechende Zusammensetzung im Parlament, damit dann dort auch patriotische Kräfte im besten und Sinne dieses Worts auf den Ton angeben. An Salvini-Kickl-Kurs. Naja, also das ist wahrscheinlich das, was es braucht. Was wir nicht mehr brauchen, das ist ein Merkel-Juncker-Kurs. Und jetzt konkret sind Sie, glaube ich, Anfang der Woche einmal sehr zornig geworden, als Sie nämlich vom Europäischen Gerichtshof ein Urteil vor die Tür geknallt bekommen, dass Sie in Zukunft straffällig gewordenen Ausländern ein Asylverfahren erlauben müssen.
Es ist ein bisschen anders. Es geht um die Frage, ob man das aberkennen darf. Ob man jemand, der eine schwere Straftat begangen hat, in Folge dann auch den Asylstatus aberkennen kann. Was ja Ihr Ziel ist. Ja, ich möchte nicht auf eine schwere Straftat warten, sondern ich will viel früher eingreifen können. Wenn jemand wiederholt ein paar kleinere Straftaten begeht, dann hat er aus meiner Sicht das Recht auf Asyl im Gastland verwirkt. Ja. Das ist der Fall des Wiener Neustädter Mörders, der 8 Vorstrafen hatte und dann ein Mädchen umgebracht. Das hat sich ja zusammengebraut. Das hat man ja schon mit Anlauf gesehen, dass da am Ende nur ein Schwerkrimineller herauskommen kann. Und trotzdem muss man quasi bis auf diesen Mord warten, bis man dann eine Handhabe hat. Und der EuGH legt jetzt noch oben eins drauf in eine völlig verkehrte Richtung, dass man dann sagt, ja, wenn diese Leute dann diese Straftat begehen, dann darf man ihnen aber trotzdem nicht den Schutzstatus aberkennen. Was also im Klartext bedeutet, dass wir diese Leute dann im eigenen Land weiter alimentieren müssen. Und da frage ich mich wirklich, ob der EuGH tatsächlich diesen Kurs ernst meinen kann, hier eine Rechtsprechung zu haben, die kein Mensch versteht. Ja, das ist das Gefährlichste für die Justiz, solche Urteile zu fällen und wo man sich zum Schutzpatron de facto für Kriminelle macht. Das ist doch ein Irrsinn, was da passiert. Wir müssen genau in die andere Richtung gehen. Wir müssen es erleichtern, dass man jemanden den Asylstatus aberkennt. Nicht mehr erst dann, wenn eine schwere Straftat begangen wird, sondern wenn wiederholte Male kleinere Straftaten begangen werden oder eine Straftat von etwas größerem Ausmaß, dann muss das reichen. Das ist doch sozusagen das Ende jeder Form der Gastfreundschaft und der Ausdruck, dass man von dieser und abschieben heißt Asyl aberkennen und nach Möglichkeit abschieben. Das ist ja ein ganz, ganz klares Ziel. Und ich muss Ihnen auch sagen, das ist ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit im Innenministerium, dass wir uns jetzt verstärkt auf die Aberkennungsverfahren konzentrieren. Das war in der Vergangenheit nicht möglich, weil wir so viele offene Asylverfahren hatten. Jetzt haben wir neue Ressourcen, jetzt schauen wir uns diese Seite der Medaille an. Jetzt, Herr Minister, haben Sie ja schon einmal für eine Riesenaufregung gesorgt zum Jahreswechsel, als Sie gesagt haben, Sie wollen, dass darüber diskutiert und nachgedacht wird, die Menschenrechtskonvention zu reformieren, genau in diesen Punkten. Also ich habe von Regelungen gesprochen aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Im konkreten Fall war die Genfer Flüchtlingskonvention gemeint. Mhm. Ja, weil das, was heute passiert, mit den Regelungen von damals nicht zu fassen ist. Man muss wissen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention in ihrer ganzen Konstruktion davon ausgeht, dass Flucht von einem Land in ein Nachbarland stattfindet. Jetzt ist es aber ganz anders. Jetzt finden Fluchtbewegungen über tausende Kilometer quer über Kontinente statt. Und die Genfer Konvention sieht das Konzept eines sicheren Drittstaats, den man dort durchqueren muss, nicht vor. Und wenn man das jetzt konsequent anwendet, dann ist sozusagen jedes Land dieser Welt ein Nachbarland von Österreich. Und dann kommt dieser ganze Ballerwatsch heraus, mit dem wir uns jetzt auf europäischer Ebene herumschlagen müssen. Und deshalb wollen Sie das neu diskutieren, neu reformieren und haben gesagt, das Recht muss der Politik folgen. Ja, und seither sind Sie einem Shitstorm ausgesetzt, wenn ich das einmal so formuliert habe. Das macht man gar nichts. Das ehrt Sie, oder? Der Shitstorm von einer bestimmten Seite ist ein guter Indikator dafür, dass man das tut, was sich die Bevölkerung erwartet. Und das ist auch mein Auftrag. Das heißt, Sie bleiben dabei. Ja, und selbstverständlich. Und Sie haben was gemeint? Also man könnte zum Beispiel genau diesen Begriff des sicheren Drittstaats in der Genfer Flüchtlingskonvention festschreiben. Dann würde man die Genfer Flüchtlingskonvention voll und ganz erfüllen, wenn man den Leuten, die dann etwa aus Afghanistan kommen, nicht mehr die Möglichkeit gibt, in Österreich oder sonst in einem europäischen Land um Asyl anzusuchen, weil es kein Nachbarland ist. Weil es in anderen Gegenden, auf jeden Fall in der Nachbarschaft, diese Möglichkeit gibt. Und Sie sind ja auch nämlich an ein ganz strikter Gegner dessen, was jetzt bei dieser EU-Wahl eigentlich zur Abstimmung steht. Nämlich gibt es in Zukunft eine Flüchtlingspolitik, die nach wie vor Asylberechtigte hereinlässt und dann nach Quoten verteilt? Ja. Oder soll das nicht mehr sein, weil Sie sagen, wir gehen lieber vor Ort und schauen, dass es gar keine Asylberechtigten mehr gibt? Also ich halte ja das mit den Quoten für einen absoluten Wahnsinn. Denn das bedeutet ja in Wahrheit, das Geschäftsmodell der Schlepper weiter zu befeuern.
Ich will das Gegenteil machen. Ich will es zerschlagen. Wenn Sie heute mit Quoten arbeiten, die Leute hereinbringen und sich dann darauf verlassen können, egal wie viele es sind, die werden schon irgendwo verteilt, dann ist das der beste Anreiz für Schlepper, weiter aktiv zu sein. Ich will aber die Bewegung nicht mehr von Süd nach Nord haben, sondern ich will haben, dass es Rückkehrbewegungen von Nord nach Süd gibt. Und deshalb darf es keine Erfolgsmeldungen mehr für die Schlepper in ihren Geschäftsbemühungen geben. Und da muss man dann halt auch konsequent sein und da muss man es auch in Kauf nehmen, dass das nicht immer angenehm sein wird, dass das vielleicht auch einmal das eine oder andere unangenehme Bild geben wird. Aber die Politiker reden doch immer von ihrer Verantwortung, die sie tragen. Wenn es leicht geht, kann man das leicht machen. Die Frage ist, wie ist es dann, wenn es zu schwierigen Situationen kommt, wenn es unangenehm wird? Aber ich glaube, da müssen wir durch, um das Ruder herumzureißen. Also eine klare Politik, die heißt, es soll in Zukunft Richtung Null Flüchtlinge gehen. Das ist das Ziel, das steckt auch hinter dem Ansatz, den ich Ihnen vorher im Zusammenhang mit der Genfer Flüchtlingskonvention geschildert habe. Wir haben heute einen Begriff, wo sozusagen unter dem Thema Asylwerber oder Asylant überhaupt alles hineingesteckt wird. Früher war der Asylant derjenige, der als verfolgter Agent in einem anderen Land Schutz gesucht hat. Das waren einzelne Personen, das waren ganz wenige. Und die Fluchtbewegungen bei größeren Krisen, von denen wir gesprochen haben, das waren immer welche, die in der Umgebung aufgefangen wurden, weil das ja auch die beste Garantie dafür gewesen ist, dass die Menschen dann, wenn es zu einer Entspannung der Situation gekommen ist, wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Jetzt ist es unglaublich schwierig und unglaublich teuer und unglaublich aufwendig und kompliziert, die Menschen dann über tausende Kilometer wieder zurückzuverfrachten. Und seltsame rechtliche Regelungen tun dann das Ihre noch dazu, dass es noch komplizierter wird. Zwei ganz kurze Fragen nur zum Schluss. Erstens diese Geschichte des identitären Sellner, wo es jetzt heißt, die Hausdurchsuchung wurde verpfiffen und der konnte seine Mails löschen. Konnten Sie das schon untersuchen? Konnten Sie schon nachschauen, ob da aus dem Ministerium oder aus der Polizei heraus wirklich eine Hausdurchsuchung verraten wurde? Die Ermittlungen führt ja die Staatsanwaltschaft Graz und ich gehe davon aus, dass alle Aspekte entsprechend geprüft werden. Was mich so ärgert dabei ist, dass ein Abgeordneter des Nationalrats namens Peter Pilz irgendwelche Verschwörungstheorien eine nach der anderen im Wochentakt irgendwo absondert und damit irgendwo in den Medien einen ziemlichen Wirbel verursacht. Dem Peter Pilz geht es nicht um ein korrektes Verfahren, dem geht es nicht darum, dass hier der Rechtsstaat seinen Weg geht, sondern dem geht es darum, um seinen Wirbel zu erzeugen, vielleicht um jetzt den Herrn Vogelhuber noch einmal aus der Versenkung herauszuholen. Aber ich fordere den Peter Pilz auf, wenn er irgendwelche Nachweise für seine Behauptungen hat, dann soll er sie heute noch ins Auto setzen, nach Graz fahren, zum Staatsanwalt, die entsprechenden Unterlagen vorlegen, weil dann ist das ja ganz erheblich im Zusammenhang mit den Ermittlungen. Aber bei Ihnen gibt es derzeit keinerlei Anschein. Ich habe überhaupt keinen Anlass dafür, das zu vermuten. Und die Ermittlungen gehen ihren Weg und da wird jede Komponente berücksichtigt. Aber ich halte es für unverantwortlich, permanent irgendwelche Gerüchte in der Öffentlichkeit zu verbreiten, nur um einen schnellen Effekt irgendwo zu erzielen. Herr Minister, danke fürs Interview, danke, dass Sie gekommen sind. Hoffe, dass ich Sie bald wieder im Studio habe. Und die EU-Wahl am Sonntag heißt was? Naja, das heißt, glaube ich, dass die Voraussetzungen gute sind für die Freiheitliche Partei. Denn ich merke, in der Vergangenheit war das vielleicht nicht immer so, dass unsere Wähler so motiviert gewesen sind, aber dass sie erkennen, dass diese Wahl die Möglichkeit der Übertragung einer konsequenten Politik in Sicherheits- und Asylfragen auch auf die europäische Ebene ist. Das ist eine ganz, ganz große Chance und der Harald Wilimski macht das hervorragend. Danke fürs Kommen. Danke. Wir gehen in eine kurze Werbepause.